Guten Abend in die Galerie Max Hetzler heute Abend zu unserem kleinen Podium. Ich bin Bettina Steinbrügge vom Kunstverein in Hamburg. Ich stelle Ihnen gleich auch die Panelisten vor. Es soll heute um die 80er Jahre gehen. Eine Zeit, die ich primär auf dem Pony- und Pferderücken verbracht habe, irgendwo auf dem Land in Niedersachsen. Also nicht so viel mitbekommen habe, aber dafür habe ich unendlich viele Fragen. Und ich glaube, es geht auch darum, Peter Parkesch hat ja die These in den Raum geworfen, dass in den 80ern all das anfing, was wir heute erleben. Ich glaube, er hat recht. Da können wir auch mal so über das Positive und Negative dieser Zeit sprechen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Es gibt auf jeden Fall viele Themen. Und ich habe irgendwie, als ich letzte Woche hier war, bei der Eröffnung durch die Ausstellung gegangen bin, ich hatte das schon bei der ersten, die ich gesehen habe, die zweite habe ich leider verpasst, schon das Gefühl, mein Gott, wo ist eigentlich dieser Spaß geblieben? Man geht durch eine Ausstellung, hat plötzlich total viel Spaß, steht sich einer Wucht von Energie gegenüber, die man heute in vielen Museums und auch im Kunstverein in Hamburg Ausstellungen so in dieser Art und Weise nicht mehr sieht oder erlebt. Ich bin also seit einer Woche in Klausur und überlege mir, wie man das anders machen kann. Ich gucke mal. Aber ich stelle Ihnen mal die Leute vor. Also, ich stelle aber nur die 80er Jahre vor, weil wir reden ja heute über die 80er Jahre. Peter Parkesch. Peter Parkesch ist Ende der 70er, Anfang der 80er nach New York gegangen, um dann quasi 1981 in der Ballgasse die Galerie in Wien aufzumachen. Und damit, das habe ich heute noch mal nachgelesen, müsste eigentlich so die Zeit der wilden 80er in Wien begonnen haben mit dir, Peter. Ich glaube, das kann man so schreiben. Und es wurde dann zu einem unglaublich heißen Ort. Hier wurde eine junge Generation von Künstlern erstmal sichtbar, wie Brandl, Zitko, Danner. Alle waren so ungefähr Anfang 80. Und damit hat sich dann, glaube ich, wie das Wien-Museum schreibt, eine Wiener Kunstentwicklung neu entwickelt. Und er hat dort dann eben auch die Amerikaner nach Wien geholt, wie John Baldessari, Brandl, Kabakov, Kelly, all das, was wir hier jetzt auch in den Ausstellungen sehen. 1986 hat er dann den Grazer Kunstverein gegründet, den er bis 1988 als künstlerischer Leiter vorstand. Er hat dann dort die interdisziplinäre Zeitschrift durchgemacht und hat für die Wiener Festwochen hat er mit Hubert Klocker das Projekt Protect Me From What I Want gemacht. Da kommt dann die Barbara Krug, nein, Jenny Holzer kommt da ins Spiel, Entschuldigung. Und 90 mache ich nicht mehr. So, neben mir sitzt jemand der Parkesch-Truppe. So wurden damals die Künstler genannt, habe ich gelernt. Mit Heimut Zobernick, dem damals ungefähr auch das Wort Neo-Geo zugeschrieben wurde, ein Wort, das in Amerika entstanden ist. Er hat bis 1980 an der Akademie der Bildenden Künste studiert, war vorher an der Akademie der Angewandten Künste in Wien, oder? Nein? Entschuldigung. Zuerst an der Akademie und dann... Dann an der Angewandten, umgekehrt. Entschuldigung, Und Heimut Zobernick, wie es heißt, hat sich damals den klassischen Kunstgattungen von Malerei, Bildhauerei und Architektur verweigert und hat versucht, all dieses zusammenzubringen. Er hatte eine gewisse Grundskepsis diesen Dingen gegenüber und hat sich jegliche Art von Dogmen entzogen. Er setzte sich seit den 80er Jahren mit der geometrischen Abstraktion auseinander und stellte die Hauptthese der Minimal Art, you get what you see, auf den Kopf. Und war dann auch früh in Amerika, hat viel bei Parkesch ausgestellt, war früh in New York und auch in Venedig. Auf der einen Venedig-Biennale. Genau. Und dann haben wir haben hier nämlich heute quasi die Wiener Szene und die Rheinland-Szene miteinander versammelt. Und ich glaube, es gab damals auch einen großen Austausch zwischen dem Rheinland und der Wiener Szene. Wilhelm Schürmann als Künstler angefangen. Dann hat er die erste wichtige, mit Robert Kicken, die erste wichtige Fotografiegalerie gegründet und hat Fotografie eigentlich auch... Die zweite in Deutschland, dritte in Europa. Okay. Und die erste war in Wien, wo denn sonst?
Okay, weil ich habe nämlich gestern mit einer Leiterin einer Fotosammlung gesprochen, die mir dann aber nochmal sagte, dass das wirklich die wichtigste Fotografiegründung gewesen war in der Zeit, weil sie Fotografie in der Zeit eben installiert hat, ob jetzt auf dem Markt oder auch im institutionellen Wesen. Und hatte dann, stieg dann aber aus der Galerie aus, weil er seine eigene Sammlermentalität entdeckte. Ich wollte die Sachen einfach behalten. Ja, aber das heißt, die eigene Sammlermentalität entdecken, heißt, man möchte sie behalten, glaube ich. Und hatte dann ab 1981 eine Professur für Fotografie, die Sie bis 2011 auch ausgefüllt haben. Sie haben seit Beginn der 80er Jahre gemeinsam mit Ihrer Frau, die heute auch hier ist, zeitgenössische Kunst gesammelt. Mache ich auch jetzt noch. Nachdem Sie, ich weiß. Und ich glaube, dass Ihre kontinuierlich gewachsene Sammlung bis heute einen wirklich sehr dezidierten Blick auf die Entwicklung der Gegenwartskunst seit den 1980ern abbildet. Und Peter Parkesch haben Sie getroffen im Forum Stadtpark und dann auch nochmal als Sammler bei Max Hetzler, das hat mir der Peter vor 2 Tagen erzählt, um das auch nochmal zusammenzubringen. Und so, fangen wir mal an. Aber Peter, fangen wir mal bei deiner Ausstellung an. Über welche 80er Jahre sprechen wir hier eigentlich? Also die 80er Jahre ist ja eine Zeit, die durchaus divers ist, wo vieles passiert, aber welche 80er meinen wir eigentlich, wenn wir das hier alles so sehen? Ganz konkret, und anders ging es auch nicht, die 80er Jahre zwischen Max Hetzler und mir. Also sehr stark biografisch oder an 2 konkreten Geschichten entlang entwickelt. Mhm. Die man vielleicht als für die Zeit modellhaft ansehen kann. Wir haben damals, glaube ich, für uns beide sprechen zu können, mit schon einem großen Vorwissen quasi ganz neue Dinge entdeckt in der Kunst und im Umgang mit der Kunst, mit Künstlern, die quasi unsere Generation waren. Und da eben, wie du sagst, so eine enorme Energie reingebracht haben. Und mich hat das bei der Ausstellung interessiert, das ein bisschen nachzuzeichnen, eben mit Positionen, die wir beide gemeinsam vertreten haben. Manche der Positionen waren auch nur in der jeweils einen oder anderen Galerie zu sehen, mit Positionen, die, um da weiterzukommen, die auch konnten natürlich bei weitem nicht alles zeigen, und wir haben auch bewusst sozusagen im Alter eingegrenzt, die also unser Alter sind, also, aber vor allem auch Positionen, wenn ich jetzt hier auf eine Skulptur von Martin Kippenberger schaue, die für mich etwas Typisches der 80er Jahre mitbringen, dass sie sich sehr stark verbinden mit anderen Werken, und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, ist diese Connectivity, die in den 80er Jahren für mich das erste Mal so auftaucht. Dass also jetzt nicht Künstler, solitäre Künstlerentwicklungen sind, die sich vielleicht in Gruppen kombinieren, aber vielmehr, dass es sehr unterschiedliche, sehr heterogene Positionen sind, die aber alle sozusagen miteinander kommunizieren können. Und das hat mich auch bei der Ausstellung hier interessiert. Aber da würde ich jetzt sofort zu dir springen, Heimo. Wie würdest du das aus deiner Perspektive sehen? Also deine Entwicklung als Künstler in den 90er, 80er Jahren, oder wie hast du eigentlich diese ganze Szene wahrgenommen? Also es gab ja augenscheinlich sehr viel Spaß. Aber Netzwerke und so weiter. Sehr viel Spaß. Also das hat sich sicher auf eine eher sehr kleine Szene beschränkt. Also wenn man das jetzt vergleicht, wie begeistert jetzt die Galerien und Museen besucht werden, so war das damals sicher nicht der Fall. Nicht? Also das Kunsthalle Wien hat es nicht gegeben in dem Sinne. Das Museum hat eigentlich auch ganz an der Gegenwart vorbei programmiert. Also es war sehr übersichtlich, wir haben uns alle gekannt. Und das war sozusagen, die Diversität war sozusagen notgedrungen aus der Kleinheit der Szenerie, sozusagen, dass sich alle es war ja nicht nur Wien, oder? Es war ja nicht nur Wien, also wie würdest du
Wie hast du quasi auch deine Arbeiten entwickelt? Ich meine, hier wurde dieses Wort Neo-Geo, was man ja heute nicht mehr benutzt, in den Raum geworfen, was die amerikanischen Künstler ja abgelehnt hatten. Wie hat sich, in welchem Umfeld hat sich deine Arbeit entwickelt oder was war dir eigentlich wichtig in diesem Umfeld? Also das Neo-Geo, das hat dann der Markus Brüderlin für Wien eingeführt. Dann gab es eben so diese Berichte darüber, die so, also die er zusammengefasst hat mit diesem Label. Also für mich war das jetzt nicht unbedingt ein, sozusagen, wogegen ich mich gewehrt habe. Aber sag mal, du kommst ja aus dem Bühnenbild und aus dem Theater. Hat das eine Rolle gespielt? So trifft es nicht ganz zu. Aber ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht. Ich habe an der Akademie ja wie im Bühnenbild studiert, was aber sehr schnell vorbei war, weil unser Lehrer hat eher gemeint, dass das ohnehin keine Zukunft hat. Also es gibt viel zu viele, die diesen Beruf suchen und das ist besser ist, man sucht sich einen eigenen Weg. Und viele meiner Kollegen und Kolleginnen sind ja dann eben auch nicht ins Theater gegangen. Also wieder Peter Kogler oder Alfons Ecker oder Podkaschek und so weiter. Und also jetzt, wenn ich an die ganz frühen Jahre denke, da gab es ja eben eigentlich keine Adressen wirklich, nicht? Also erst wieder Peter, also eben die Galerie, beginnt sozusagen eine Szenerie in Wien, die man wahrnehmen konnte. Mhm. Und vorher war das, also jetzt mit diesen vielen Sachen, die ich gar nicht sozusagen anführen kann, also wo ich zuerst aufgefangen war, das war in der Austrian Film Kooperative. Mhm. Also das war so eine Versammlung von vielen Kollegen und Kolleginnen, also die einerseits auch gewisserweise Idole waren, wie der Peter Weibel, Wally Export oder der Ernst Schmidt Junior, der zum Beispiel für mich sehr viel, also eine große Bedeutung hatte. Mhm. Herr Schürmann, Ihnen wird ja nachgesagt, dass Sie sammeln, also an Kunst interessiert sind, Ihnen und Ihrer Frau, die eine bestimmte gesellschaftliche Definitionsmacht hat. Wie würden Sie denn die gesellschaftliche Definitionsmacht der 80er Jahre beschreiben? Gerade auch aus Ihrer Sammlung heraus. Was hat Sie interessiert? Was hat mich interessiert? Ich glaube, dass das Moment der Wirklichkeitsbezogenheit, oder gesättigt mit Wirklichkeit. Ja. Ich kam ja von der Fotografie. Die wurde mir viel zu angepasst. Also die wirkliche, ich verstehe mich auch nicht als Künstler, sondern als Fotograf in der Tradition der Fotogeschichte. Und die Angepasstheit, dieses frisch gewaschene, technikbezogene Moment hat mich einfach nur extrem angeödet. Und ich habe was anderes gesucht, ohne zu wissen, wo denn. Und dann ist mir das halt begegnet durch einen Zufall. Ich hatte mal eine große Fotografieausstellung in Stuttgart gemacht, in einer Galerie 1975. Und die traf ich dann zufällig wieder in einer Galerie in Köln 1981. Ja. Und ich habe die Fotos gemacht für diese Arbeit der Pralinenmeister von Hans Hake. Und habe mich von Hans Hake mit zwei von diesen Tafeln bezahlen lassen, weil ich wollte kein Geld haben. Und das war das erste Kunstwerk in unserer Sammlung, ohne dass ich das wusste, dass das meine Sammlung wusste. Ich mit Freunden, warum ist das jetzt Kunst? Das sieht doch aus wie ein Spiegelartikel. Das war 81. Und dann traf ich zufällig die Ursula Schuh in einer Ausstellung, ich glaube, das war Paul Menz in Köln. Ja. Und die sagt, auch wenn ich auch sowas, also Kunst, interessiert, dann muss ich mal nach Stuttgart kommen. Da haben wir gerade Schwabstraße 2a gegründet. Dann sind wir da bis Ende 82 alle 4 Wochen hingefahren, haben jede Ausstellung angeguckt. Und da haben wir auch die ersten Sachen von den Hetzler-Künstlern gekauft. Übrigens, zweite Hälfte des Jahres 82 war bei Max in Stuttgart eine Ausstellung von Gerhard Richter mit den Kerzenbildern. Ich glaube, eine Kerze kostete 7.000 D-Mark, Bild mit zwei Kerzen 9.000 D-Mark. Ich fand die Bilder extrem akademisch, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich habe dann lieber eine Arbeit von Albert Oehl für 2.700 D-Mark, sprich 3.000 minus 10% gekauft. Ohne, dass ich irgendetwas wusste, ich kannte die Namen nicht,
ich kannte die Regeln nicht, ich konnte auch nicht falsch machen, weil ich wusste ja nicht, was darf man, was darf man nicht. Also das war eine sehr, sehr freie Zeit. Und in dieser Verbindungssituation habe ich Richtigkeiten eigentlich eher energiebezogen gemerkt. Ich könnte nicht darüber schreiben oder mich ausdrücken, warum denn, wieso denn und so weiter. Ich meine, wenn diese Arbeit Hühnerdisco heißt, und die ist ja aus unserer Sammlung, dann habe ich Kippenberger eher gefragt, hör mal, das rostet, was ist denn, wenn das mal durchrostet? Und der hat dann gesagt, dann gehst du zu deinem Klempner in Herzogenrath und lässt es eben neu zusammenschmeißen. Also dieses ganz lapidare, ohne dieses arti-bezogene, kunsthafte überzubetonen, das fand ich sehr befreiend. Warum das jetzt Kunst war, weiß ich nicht. Könnte ich vielleicht heute eine Ahnung von haben, damals kein Schimmer. Ich habe heute Morgen noch, als ich im Kunstverein war, einen Katalog gefunden, Brennpunkt Düsseldorf, das war eine Ausstellung 1987, die versucht hat, die Zeit von 77 bis 87 im Rheinland zu fassen. Also nicht nur hauptsächlich Düsseldorf, aber auch Köln. Können Sie das so ein bisschen beschreiben? Also was waren das eigentlich für Aufbruchkräfte? Worum ging es da eigentlich? Also man merkt, es wurden eigentlich so Gruppendefinitionen gemacht. Die will ich jetzt gar nicht mehr bemühen, weil die mir viel zu klischeehaft wären. Das war einmal sozusagen die Menz-Familie, das war die Max-Hetzler-Galerie, das war eine Straße weiter die Ionen-Galerie, die hatte auch gerade angefangen. Und das war dann ein Jahr später in der Südstadt die Galerie Sprüth. Und jeder hatte so seine Gruppierung von Künstlern, eigentlich ein toller Grund, eine Galerie zu eröffnen, weil diese Künstler sonst keine Galerie hätten. Also man kennt ein paar Künstler, das muss man doch mal zeigen. Also nicht, ich gründe jetzt eine Galerie, damit ich morgen mal ein gutes Einkommen habe. Also das war schon mal ein ganz anderer Ausgangspunkt. Sonst, die beäugten sich natürlich, aber die sprachen auch und die tauschten sich regelmäßig aus. Und das war natürlich super interessant. Und ich habe noch Fotos, wo die Düsseldorfer Künstler, also ich glaube, das war 83 beim Max in der Galerie, wo wirklich wie Olli Kahn mit irgendeinem Spieler von BVB, Wolfgang Louis mit Kippenberger, dass die sich nicht wirklich einen Kopfstoß gegeben haben, das war auch körperlich Testosteron gesteuert. Ne? Um die Ecke gab es dann den Bau, ich glaube Rudolf Zwirner gehörte, da hatte Gerhard Richter sein Atelier drin und im Keller, das war ein Lager gewesen, hat Daniel Buchholz, der war unter 20, dann seine Galeriesituation angefangen. Also mal auszuprobieren, das oder dies oder das oder jenes, das schien sehr, sehr, sehr einfach. Ja? Und Peter, und jetzt, also du bist frisch aus New York gekommen, als es dann irgendwie auch für dich in Österreich anfing. Ja, davor war es aber schon, dass wir, ich war ja in Graz ursprünglich, dass wir sehr viel nach Köln und Düsseldorf gefahren waren. Da war also mein wichtiger Anziehungspunkt der Ratinger Hof mit der Musik gewesen und was alles herum war. Und es war sozusagen das Vorfeld gewesen. Dann war New York. New York war natürlich ein mächtiger Eindruck. Auch jetzt, dass es da sehr viel ganz unterschiedliche Positionen neuer Kunst gegeben hat. Auf der einen Seite die Malerei mit Schnabel, Borowski und anderen. Borowski, den ich davor in Kalifornien kennengelernt habe. Und auf der anderen Seite dann Times Square Show, Mud Club und so weiter, wo auch noch ganz andere Dinge reingekommen waren. Aber sag mal, fass doch mal die 80er Jahre zusammen. Was sind für dich die wichtigsten Punkte? So sechs Punkte hast du. Ist ein anderes Verständnis von Medien, des künstlerischen Medien wie anderen Medien. Insofern aber auch die Antizipation dessen, was im medienmäßig kommen wird in den Jahren drauf, ohne dass man es weiß. Selbe auch eine Antizipation des Ende des Kalten Krieges. Also der Kalte Krieg ist ein riesiges Thema, aber anders als es in den 60er Jahren ist sozusagen da auch eine bestimmte Ratlosigkeit. Und für mich war die Situation in Wien sehr stark davon geprägt, was ich dann nachher gemerkt habe, dass also der Fall des Eisernen Vorhanges da auch in Wien irgendwie antizipiert wurde. Dann sozusagen, dass man nicht mehr die herkömmliche Kunstgeschichte der Moderne nicht mehr in der Form weitergeschrieben worden ist, sondern dass sie da
konterkariert worden ist. Also so war natürlich die Malerei, wenn man Wilhelm den Albert Oehlen nennt, wenn man den Julian Schnabel nennt, wo er sozusagen da gegen die Geschichte der Moderne sozusagen angearbeitet wurde. Das war damals für mich enorm befreiend, dass so, weil halt die Konstellation der 60er Jahre, alles sehr bewunderte Künstler, quasi irgendwie für mich also auch ein Dead End waren und für manche andere. Und also dieser Bruch und dann Künstler, die dann bewusst und mit einer spielerischen Freude, also mein Kippenberger ist der Einfall davon, aber auch Franz West, sozusagen so, die Kunst, so wie sie sich entwickelt hatte, gebrochen haben und unterlaufen haben. Und dadurch also auch eine laufende, sehr subversive Praxis. Und das Vierte war dann schon das, was wir dann persönlich erlebt haben und was ich denke, wir heute also auch als sehr spezifisch sehen, also wie Künstler sich verbunden haben und zusammengearbeitet haben. Und diese dialogischen Situationen, die ich also mein Heimo, also was zwischen dir und dem Franz oder in verschiedenen Konstellationen gelaufen ist, war schon damals für mich enorm spannend gewesen. Und diese Spielfelder, die ganz unterschiedlichen, die es gegeben hat. Habt ihr euch eigentlich auch, oder du dich auch mit Baudrillard auseinandergesetzt? Ich habe jetzt bei den Amerikanern nachgeschaut, die haben alle Baudrillard genannt. Damit mussten wir uns jetzt auseinandersetzen mit dem Symbolic Exchange and Death. Und ich hatte mich dann daran erinnert, dass ja eigentlich auch die 80er-Dekade war ja der Tod von allem. Also ich glaube, Tod des Autors, Tod der Kunstgeschichte, Tod des Künstlers. Also man wollte ja eigentlich alles, was vorher auch an Konzeptkunst war, erstmal in die Tonne hauen, oder? Heimo? Ja, das sehe ich nicht so. Das ist doch schön. Nein, so war das nicht. Ja, also revitalisieren. Revitalisieren, ja, okay. Ja, revitalisieren ist, trifft auch nicht so. Nee, stimmt schon. Nein. Eben diese französische Literatur, die habe ich eben so sicher sehr stark gelesen, so durch meine Theatervergangenheit. Ja. Also da war das natürlich in der Dramaturgie also ganz ein wichtiger Moment. Nicht? Und also was wir daraus gelesen haben, das war natürlich schon so was wie eine, dass man so, egal wie schwierig es war, oder sozusagen, dass man eben sich wieder ist einmal so die Frage. Also wenn man auftritt, fragt man einfach gleich, wo ist das Klavier? Nicht? Und da geht man dann an die Sache heran. Also meine Lieblingsarbeit in dieser Ausstellung ist ja übrigens das Video mit dem Bruder von Peter, das da hinten steht. Wie sah das denn so mit dem Spaß und der Punk- und Musikszene aus? Also das war ja auch quasi die Not und der Überschuss an Zeit, der dahin geführt hat, dass wir da quasi alle uns musikalisch Also es gab damals einen Überschuss an Zeit, heute nicht mehr. Nein, das war ja relativ sozusagen eine Jugend, die beginnt zu arbeiten. Nicht? Okay. Sozusagen Und da waren natürlich all diese Motive, waren da eine, sozusagen überschießend. Also die mussten ja irgendwo abgearbeitet werden. Na, es gab ja, also es gab in Los Angeles 1981 die Ausstellung Pleasure and Function, hieß die, glaube ich. Und dort war ein Leitmotto, no sharp bifurcation between work and play. Das fand ich interessant, weil ich habe irgendwann mal mit Eleanor Antin über die 70er und Ende der 60er Jahre gesprochen, wo alles so ganz, also die ganze Konzeptkunst, es war alles so wahnsinnig steif und es war alles so ganz wichtig und es war ganz politisch. Und dann hatte ich das Gefühl, weil so ab 81 fing es dann an, es sollte jetzt auch alles mehr Spaß machen. Ja, nein, ich glaube so nicht, dass man jetzt so auf den Spaß... Nein, also ich finde Wenn man jetzt gut. Diese ganze diese Zuordnung, die waren ja extrem melancholisch, nicht? Also die, ja. Der Spaß war ja quasi die Trauer, nicht? Dass man es nicht... aber es war in die richtige Richtung. Ich meine, es ist ja nicht von ungefähr, dass ich genau in der Zeit, dass er auch
die gesamte Seemannsche Gesamtkunstwerksituation da war. Ich meine, das war die Monteverità-Ausstellung, die da gerade in Wien auch einen enormen Einfluss hatte. Und da war schon die Idee, und das war quasi das Spielfeld der Galerie oder der Ateliers und der Ausstellungsräume und der Konzertgelegenheiten, sozusagen ein großes, durchgängiges Spielfeld war, wo man eigentlich zwischen jetzt Vergnügen und Arbeit keine Unterschiede gemacht hat, sondern war eigentlich ein großes Kontinuum, auch das Neuentdecken von urbanen Räumen in unterschiedlichen Konstellationen und das Verwenden von urbanen Räumen, also das sozusagen keine Grenzen mehr zu kennen und so auch eine teilweise dann auch zweckentfremdete Appropriation von Räumen zu machen oder Räume umzuinterpretieren. Ich glaube, dass das schon wichtig war damals. Ja, ein Moment und ist sicher, dass man es nicht können musste, nicht? Also das hat irgendwie das war die Vorlage. So wie ja auch die Tradition ja in all diesen traditionellen Medien ja abgerissen war, nicht? Also man hat ja alles, was aber sozusagen die Akademie im Gegensatz zur Angewandten repräsentiert hat, war ja die quasi gute Malerei, auch wenn die quasi die Avantgarde der 50er Jahre war die sehr reaktionär, also in der Haltung gegenüber den sogenannten Jungen und Avantgarden, die sich in den 60er, 70er Jahren entwickelt haben. Ich meine, das war interessant, ich meine, Anfang der 80er Jahre hat man dann ja wirklich auch vom Ende der Malerei gesprochen, es gibt diese Thesen und Texte und plötzlich kommt die Malerei einfach mit voller Wucht zurück. Ja, das war es ja, ich glaube, das Wichtige, sozusagen sich dagegen, also quasi dieser Widerstand oder dieses Unterlaufen auch einer offiziellen Geschichte, das war damals schon wichtig. Ja. Und das konnte man in Musik machen auch. Nicht? Also Virtuosität war kein Thema in dem Sinne. Mein Frank ist ja gerade dann aufgetaucht, wo die Popmusik begonnen hat, sich zu akademisieren. Ich meine, Popmusik hat sich sozusagen in den 70er Jahren in seriösere hineingespielt gehabt und genau in der Zeit taucht dann Punk auf und stellt sich dagegen alles. Und das war wichtig, dass dann eben jeder das machen konnte. Mhm. Und dann könnte ich noch anschließen, dass ich in einem sozusagen in einem Rockkonzert oder in einem musikalischen Formation das authentische Performance sehen wollte oder zu sehen dachte. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also dass eben diese Performance-Idee, wie sie so aus den 70ern eben gekommen ist, also dass die mich nicht weiter, also dass ich die nicht attraktiv fand. Also da war eben dieses, dass man etwas auf der Bühne macht, innerhalb eines bestimmten Genres und wie man das macht, eben sehr viel authentischer. Und sag mal, ich meine, die 80er waren ja auch eine Zeit, wo diese ganze Konsumkultur nach Warhol nochmal anders reflektiert wurde und auch aufgebohrt wurde, wo so ein gewisses Branding auch anfing und wo man ein gewisses kulturelles Kapital entwickelte. Wie würdest du das als Künstlerpersönlichkeit bezeichnen? Also was ist da eigentlich passiert? Oder war es eher der Gruppenkontext, der wichtig war? Aber nicht zu trennen, aber das ist ein guter Anfang, dass man das nicht so trennen kann. Weil ganz konkret mit dem Branding fällt mir gerade ein, das war in Wien ein großer Eindruck und das kam natürlich viel stärker auch aus Deutschland, dass die Werbung plötzlich eine andere Bedeutung hatte. Wir dürfen nicht vergessen, damals einer der größten Sammler, ein großer englischer Werbemogul gewesen. Da gab es plötzlich jüngere Menschen in einem quasi kreativen Bereich, die sehr stark verbunden waren mit Künstlern. Das war, denke ich, eine ganz besondere Dynamik, die auch für mich ein Teil dessen ist, dass man sozusagen ein anderes Medienbewusstsein entwickelt hat und eben auch nicht mehr so streng getrennt hat. Mhm. Also wir müssen uns ja auch zum Beispiel vorstellen, wenn Wilhelm, seiner Biografie ist es angeklungen, in den 70er Jahren
war die Fotografie nicht Bestandteil von irgendwelchen Präsentationen in Kunstmuseen gewesen. Genau. Klassischerweise war es in den Kunstgewerbemuseen. Über die Konzeptkunst kam Fotografie sozusagen in den Kunstkontext hinein. Das war ein Prozess, den man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und quasi in dem hat sich natürlich im Medienverständnis enorm viel geändert, wie man mit fotografischen Bildern, wie man mit Druckwerken umgegangen ist. Wenn das hohe Interesse, das bei manchen Künstlern das Produzieren von Plakaten erweckt hat und die Dynamik, die da entstanden ist, das waren alles so Dinge, die, glaube ich, also dann wirklich neu waren und teilweise eben sehr ins Grenzen der Erfahrungen mit sich gebracht haben. Herr Schürmann, möchten Sie daran anschließen? Gerade auch im Bereich der Fotografie. Ja, die Dinge wurden auch schnell gemacht. Ja, ich war ja häufig in Ateliers und habe gesehen, wie schnell gearbeitet wurde. Ja, also auch mit dem Wunsch, wie immer Kontrollverlust sozusagen zu produzieren. Ich möchte aber noch hinzufügen, was ich ganz wichtig fand, war das sprachliche Element. Ich sehe immer wieder Arbeiten, die in der Generation auch politisch zum ersten Mal eine völlig andere Gewichtung hinbekamen. Also wenn ich sehe, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken, dann ist das natürlich politisch relevant. Aber es hat nicht mehr diese mythologische Schwere von Kiefer gehabt. Ja? An dem Kiefer gehabt. Und ich glaube, diese Leichtigkeit auch in dem Statement war ein ganz wesentliches Moment. Und das hat sich ja durchgezogen bis hin zu den Marktbeginn oder den Geldwertrealitäten, wenn Kippenberger wirklich ein hässliches Bild produziert mit dem Titel Selbstjustiz durch Fehleinkäufe und so weiter. Also da ist der Witz mit impliziert, aber der hört nicht auf. Ja, das ist kein Joke, das ist kein Scherzchen. Und ich habe ja als Sammler eine andere Fragestellung noch immer zu konstatieren. Also ich erwerbe einen Teil und ich weiß, im besten Fall begleitet mich das ganzes Leben lang. Das ist der Anspruch. Ich erlebe aber immer wieder Enttäuschung, dass das nicht stimmt. Sei es, dass das Werk selber mich nicht mehr interessiert, dass der Künstler sich zum Arschloch entwickelt in meiner Wahrnehmung und ich die Kunst einfach auch aus meinem Leben, aus meiner Biografie entfernen möchte. Also ich habe Kunstwerke auch wieder verkauft, nicht um den Geldwert abzuschöpfen, ich habe Gott sei Dank mein Geld nur zurückbekommen, ich habe sie rausgeschmissen. Ja, verstehen Sie? Also das sind so, und ich habe das laut gesagt, also ich habe das nicht versteckt gemacht, habe mir sehr viele Gegnerschaften und Feinde gemacht, aber ich fand das wichtig. Warum denn dieser Anspruch eines Künstlers, ich mache ein Werk und ab morgen beanspruche ich einen Ewigkeitswert? Das leuchtete mir nicht ein. Das war eine selbstgestellte Legitimationsebene, die ich anmaßend fand. Und da habe ich als Sammler halt drauf reagiert. Fand ich sehr angenehm, das zu können und wollte das aber öffentlich behaupten dürfen. Und diese Momente, die haben mich immer wieder begleitet und ich habe ja gemerkt, von welchen Künstlern ich immer wieder arbeiten, solange der Geldbeutel das zuließ, nachgekauft habe und welche ich, nicht mehr weiter interessant fand. Also das sind natürlich auch in ganz vielen Bereichen hochpersönliche Angelegenheiten, es gibt ja keine Objektivierungsmöglichkeit, ist ja klar. Und da steckt für mich die politische Dimension. Ja, also das kann man nicht gesellschaftlich, allgemeingesellschaftlich festmachen, das kann man nur im Individuellen meiner Meinung nach verorten. Und auch wenn bestimmte Künstler immer wieder gesagt haben, politische Äußerung ist nicht möglich und der Albert Oehlen malt die Farbenlehre und ein Hakenkreuz und sagt aber additive Farbenlehre, das ist höchstens die Realität, setzt sich zusammen, wenn du die Farben in deinem Kopf zusammensetzt oder was auch immer. Nur wenn ich das ausspreche, ist es inhaltlich schon wieder so lächerlich, bedeutungshuberisch, dass das auch wieder in sich zusammenfällt. Und das finde ich wohltuend. Aber was mir dabei mit auch auffällt, ist, dass man, glaube ich, in den 80er Jahren im Vergleich zu Zeiten davor mit dem Markt ganz anders umgegangen ist. Man hat den Markt stärker, also man hat ihn sowohl stärker hinterfragt, wie man ihn auch eingesetzt hat. Er war plötzlich auf einer Diskursebene vorhanden, wie er, glaube ich, zuvor nie so offensichtlich vorhanden war. Und
das war schon, also man war natürlich geschuldet einer neuen Dynamik, dass plötzlich also im Gegensatz zu den beiden Dekaden davor also auch für jüngere Künstler der Markt spürbarer war und quasi schneller angesprungen ist und man mit Sammlern da stärker umgegangen ist. Aber es ist sozusagen auch wieder, es ist natürlich ein anderes gesellschaftliches Verständnis gewesen. Es wurde so, natürlich wurde, meistens gab es also ein bestimmtes Vulgärwissen davon, aber es waren schon die wichtigen soziologischen Texte in den Köpfen auch gewesen und haben da mitgespielt. Also nicht von ungefähr hat Kippenberger mal Richard Sennett öffentlichen Raum auf ein Bild draufgesetzt. Also bin mir sicher, dass er es nie selbst gelesen hat, aber dass er sich sicher referieren hat lassen, was drinnen steht. Ja, oder auch wenn er dieses Bild von Gerd Richter bei Jöllenbeck gekauft hat, hat einen Rahmen drum gemacht und vier Beine drunter und dann war das Modell Interconti als Beistelltischchen. Da ging es auch darum, sich mit Kunz abzuarbeiten, der ihn immer wieder kirre gemacht hat. Wie schafft er das mit vier gedruckten Plakaten in einer Auflage von, habe ich jetzt nicht parat, ich sag mal 40, einfach 40.000, was war das für eine Währung, D-Mark, Dollar, dafür zu fragen. Und dann hat er gesagt, dann mache ich diesen Richter und als Richtertisch ist es dann weniger wert als Einzelteile. Also er hat das einfach umgedreht und das versucht, dass sich das jetzt auch wieder umgedreht hat, liegt in der Entwicklung, die vielleicht gewünscht war. Also auch dieses gegenseitige Beobachten der Kollegen, ne, dieses beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken, da steckt ja auch die Dachlatte von Georg Herold drin. Genau. Ne? Und ich habe immer wieder gehört, dass dann bei einem bestimmten Bild hat er diese Latten dreimal gedreht und dann gemalt. Und es ist einfach nur, es sieht chaotisch auf der Leinwand aus und so weiter. Und dann wurde auch die Malerei, das Händchen, ne, also Baselitz hat ja immer kokett gesagt, ich habe kein Talent, hahaha, genau. Ne? Und ich meine, wenn irgendeiner ein Malerhändchen hat, dann war es Kippenberger. Und trotzdem haben sie sich dann vorgenommen, wir malen das hässlichste Bild der Welt. Wer definiert denn, was hässlich ist? Und das haben die mit den Kollegen der Müllermer Freiheit gemacht. Und der extremste war damals Gerhard Kewer, der aber irgendwo in Indien verschollen ist, gedanklich. Und hat nicht weitergemacht, aber das waren die Bilder, die dann tauschen wollten. Also die härtesten haben die Künstler untereinander getauscht. Gucken sich die heute nach 30 Jahren mal an oder 35 Jahren an, dann sind sie frappiert. Es hing ja in dem ersten Teil eins von diesen Lemmy. Ne? Das war damals so, sozusagen ein No-Go-Bild, das stand immer im Lager. Und 30 Jahre später denkt man, ey, das gibt's so gar nicht. Heimo, hast du auch getauscht? Ja, wir haben sehr viel getauscht, ganz in diesem Sinne, dass das immer die Bilder waren, die quasi zu weit gegangen sind. Also, so ja, das ist gut, das ist toll, zu weit. Ja, okay. Und sag mal, Heimo, wie hast du den Kunstmarkt? Ich habe relativ viel darüber gelesen, wie man dann plötzlich so Branding und wie man das plötzlich... Also es wurde ja quasi, der moderne Kunstmarkt entwickelte sich ja in den 80er Jahren oder der, wie wir ihn heute auch kennen. Wie bist denn du da reingekommen? Über den Peter. Über den Peter. Ganz langsam. Stimmt, die Frage war auch wirklich blöd. Das ist Peter, dann, ne? Naja, es war so... Es gab ja diese Ausstellung, die quasi für Wien, die Gründungsausstellung dieser Neo-Geo-Sache war. Zeichenfluten, Signale in der Galerie Next St. Stephan. Mhm. Also das hat so ein bisschen wie Sign of Forests, also das waren die Amerikaner, die Zusammenfassung der New Yorker Szene, wie sie nach Europa gekommen ist, also da an das angelehnt. Und da habe ich das halt so erlebt, dass... Die Galerie gesagt hat, na, schauen wir mal, was da werden wird. Mhm. Also es war ja eigentlich sozusagen eine Support-Ausstellung für Federle, Imi Knöbel. Und wir waren die Jüngeren. Nicht? Und der Peter war halt im Unterschied der gesagt hat, also nicht schauen wir mal, sondern er hat uns gleich ernst genommen. Nicht? Also das war eben nicht sozusagen, schauen wir mal, ob da was machbar wäre. Sondern er hat darauf gesetzt. Mhm. Ich glaube, was da bei uns war, dass wir so
Und das war für mich also auch die starke Verbindung zu Max. Und da waren natürlich auch andere Galerien, die Ähnliches hat, dass man was, also konkreter was formen wollte oder dass man eine Konstellation herstellen wollte. Und dass einen Künstlerbiografien oder Persönlichkeiten entwickelt haben, interessiert haben. Und die also deren Entwicklung man halt intensiver verfolgen wollte. Wir waren damals also alle eigentlich extrem blauäugig gewesen. Und es war auch fast wie eine Nullsituation in Österreich sowieso. In Deutschland ist, weil ich kann mich erinnern, ein Jahr bevor ich die Galerie aufgesperrt habe, haben mir Leute, da war ich das erste Mal, glaube ich, Kölner Kunstmarkt oder so irgendwas erlebt, und da haben mir Leute gesagt, bist du wahnsinnig, eine Galerie aufsperren zu wollen, das funktioniert ja alles nicht und wir verkaufen alle nichts und so weiter. Und dann irgendwie, und für uns in Österreich war natürlich Deutschland der erste wichtige Markt gewesen. Und, aber wir haben das mit einer enormen Blauäugigkeit und Hausbackenheit betrieben, und das ging aber dann verblüffend gut und hat wirklich eine Dynamik entwickelt. Weil ich meine, also in den 80er Jahren haben ja alle, auch jetzt wie Hetzler, Sprüth und so weiter, sind ja all die Galeristen groß geworden, die ja heute quasi immer noch auf dem Kunstmarkt eine wichtige Rolle spielen. Also es ist ja wie so Gang durch die Institutionen. Also es gab den Crash 87 und aus allen ist dann noch was geworden. Aber wie würdest du jetzt heute rückblickend oder aus dir, Herr Schwimmern, rückblickend schauen, wie sich dieser Kunstmarkt weiterentwickelt hat und wo eigentlich... Wenn auch Peter, gerade du sagst, okay, also die 80er Jahre haben all das, diese ganze Mentalität ausgebreitet, die zu dem, was wir heute haben, was wir in den 90er Jahren hatten, geführt haben. Wie würdest du das im Hinblick auf den Kunstmarkt betrachten? Geht das überhaupt? Oder? Ja, ich meine, ich glaube, eins ist sicher wichtig, dass so ein sehr zeitnaher und globaler Markt entstanden ist. Und das war damals schon das, ich meine, ich weiß es nicht, das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil wir wissen ja nicht aus Erfahrung erster Hand, wie es in den 30er oder 50er Jahren war. Aber eins war eben schon verblüffend in den 80er Jahren, dass man sehr zeitnah die Informationen hatte, was passiert in New York und was passiert anderswo in Europa. Mir ist heute eingefallen, wo ich eine Gruppe jüngerer Studenten durchgeführt habe, dass eigentlich die 80er Jahre auch die erste Zeit waren, wo man billige Tickets nach New York einfach gekriegt hat. Also ich meine, ich kann mich an den 70er Jahren immer über Destinationen wie Reykjavik oder sowas nach New York geflogen, weil sonst gab es keine billigen Tickets oder man hat obskure Charterflüge gehabt und plötzlich die günstigen Normaltickets, das begann in den 80er Jahren. Und das war schon, damit war eine viel zeitnähere, direktere Kommunikation möglich gewesen. Natürlich kann man auch sozusagen, wir müssen uns gleichzeitig vorstellen, dass es keinerlei neue Kommunikationsmedien noch gegeben hat. Und das erste neue Kommunikationsmedium, das aufgetaucht ist, war das Fax. Und ich hatte mein erstes Fax 89, glaube ich. Aber gab es nicht auch in den 80er Jahren viel mehr Sammler, die sehr viel, sagen wir, mutiger oder riskanter waren, als man es jetzt... Ich meine, man kann es auf jeden Fall sagen, dass die Sammler durch die Bank neugieriger waren und viel mehr an der Sache dran waren. Und da hat sich natürlich was verändert, dass es halt heute marktorientierter ist und mehr mal Kalkül da ist. Also es war ja auch der Wettbewerb ein anderer. Also es gab eine Handvoll von Leuten, die sich für diesen komischen Kram da interessierte. Die waren bezahlbar, die Dinge. Und da gebe ich dir absolut recht, das war das, die Neugier, das war das Interesse. Ich erinnere mich, dass schon in Stuttgart beginnend, wenn man da nach den Eröffnungen stundenlang am nächsten Tag zusammensaß, da wurde immer wieder darüber gesprochen, aber es kann doch nicht sein, dass nicht in dieser Aufbruchssituation hier in Europa, dass nicht irgendetwas auch in den USA passiert. Warum kommt da nichts rüber? Und dann ist man da hingefahren. Ich glaube, Continental war diese Billigflugmöglichkeit. Also ein Shuttle flog von New York. Wenn das Flugzeug voll war, flog das Ding ab. Ja, und man zahlte im Flugzeug. Und Leute, die uns besucht haben, haben dann von uns aus angerufen, haben gesagt, ich bin übrigens schon in Brüssel und so weiter. Also rührend, unschuldige Zeiten. Und noch was anderes in der Kommunikation. Wir müssen mal überlegen, damals kommunizierte man mit Bildern. Ich habe noch Fotos, wo die Leute mit den großen, das hieß ja immer, weiß ich, 4x5 Dias, die standen auf einer Messe vor dem Original und zeigten, wie das Bild
im Dia in der Größe aussah, weil man natürlich in dem Augenblick das Ding ganzheitlich sehen konnte. Musste nicht immer mit dem Blick wandern. So, das musste verpackt werden, das kostete viel Geld in der Produktion. Wenn man optimistisch war, konnte man hoffen, dass dieses Foto in die Galerie zurückkam, wenn es nicht verkauft worden war. Dann konnte es nochmal verschickt werden. Also das war einfach in der analogen Zeit noch ein aufwendiges Ding, mit Bildern zu kommunizieren, um eventuell nach Fotos, ohne vor Ort zu sein, eine Entscheidung zu treffen. Also die Leute sind viel mehr gereist, um das Teil im Original zu sehen, weil es das auch noch möglich war. Heute ist der Wettbewerb global viel schneller. Gleichzeitig jagen die das Ding einmal um den Orbit und ja, nein, mehr oder weniger. Eine Woche vor der Messe sind die Juwelen verteilt oder auch nicht. Ne? Also das ist eine völlig andere, ja, wie soll ich das sagen, Wahrnehmungsgrundlage von Kunst jenseits der Betrachtung von Originalen. Und auch Wahrnehmungsgrundlage, Heimo. Die 80er Jahre waren ja tatsächlich die Zeit vor dem Internet. Man kann es sich ja kaum noch vorstellen. Und das heißt natürlich auch, dass es eine andere Form von Bildfindung gab, oder? Ja, es waren natürlich die Magazine, quasi die Quellen oder die Kataloge für das, was heute das Internet stellt. Und es waren eben sozusagen Materialien, die ganz exklusiv getauscht worden sind. Nicht? Informationen, die auch sehr viel mehr persönlich weitergegeben worden sind. Was ich auch interessant fand, das war mir auch nicht klar, also Artforum waren ja die ersten, die dann in den 80ern, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube 81 angefangen haben, plötzlich auch sowas wie Fashion und Film, Fotografie, alles, was es vorher in Kunstzeitschriften nicht gab, mit reinzunehmen. Und es gab damals in Amerika eine relativ große Diskussion darüber. Und ich glaube, das war dann ja im Endeffekt Texte zur Kunst, hat es dann später in Deutschland gemacht. Das war ja so ungefähr das, was dann plötzlich auch zum Rohmaterial wurde, oder? Ja, dass sich das so zu verschieben beginnt. Ja. Also dass vorher quasi die Kunst, die Avantgarden, der Supermarkt war, der Formen, in dem man alles sich besorgen konnte, dass sich dann das langsam zu verschieben beginnt in die anderen Felder. Nicht? Mhm. Also dass man dann eben von dort partizipiert, dass die Kunst sich anlehnt an das, was in erfolgreiche, populäre Medien. Peter, du möchtest was sagen? Ich meine, da war schon zum Beispiel, fällt mir ein, für alle natürlich ein extremes Signal, wie Warhol mit bestimmten Feldern umgegangen ist. Und das hat dann schon sehr stark hineingewirkt, dass so wirklich alle kulturellen Felder plötzlich so Material wurden. Und ich meine, Beziehung Mode-Kunst hat es immer wieder gegeben, aber dass es eine solche Breite erlangt hat, das war da schon auch wieder in diesem Ganzen, also das ist so dieser größeren Eingrenzung drinnen gewesen. Also was auch noch sehr, sehr wichtig war, neu durch die Monika Sprüth begonnen wurde, die hat hier eine Ausstellung gemacht, die ist Eau de Cologne, eine eigene Zeitschrift gemacht und hat fast ausschließlich, wenn nicht wirklich ausschließlich, Künstlerinnen gezeigt aus ihrer Generation. Das war neu, also von Jenny Holzer bis Barbara Krüger und von Cindy Sherman bis Louis Lola sind zum Teil heute noch in der Galerie vertreten. Das war auch eine sehr, sehr neue Startphase. Weil das ist nämlich auch interessant, weil das war ja quasi die Umbruchssituation. Wenn ich jetzt hier in diese Jugendbilder von sehr vielen Protagonistinnen schaue, von denen ich auch einige wiedererkenne. Ist jemand anwesend, der auf diesen Bildern auftaucht? Die gar nicht, aber ne? Die Chance. Ja, ich sehe da Gabi Zuweis sitzt da vorne. Gabi Zuweis, ja. Und da sind ja dann doch auch überproportional, da sind relativ viele Frauen dabei. Ich erinnere mich gerade noch, Jan Hutt 1992, er sei durch die Welt gereist, aber hätte nicht wirklich Frauen gefunden, wonach Ute Meter-Bauer dann ja quasi ihr Archiv aufgemacht hat, das heute im Getty liegt. Das ist ein wichtiger Punkt. Peter, wie hast du das wahrgenommen? Wie viele Künstlerinnen hast du ausgestellt? Ich habe weniger Künstlerinnen als Künstler ausgestellt. Ich hatte allerdings und das ist eine große Lücke bei meiner Galerie gewesen, dass Wilhelm hat es jetzt beschrieben mit Monika Sprüth.
Bei mir in Wien gab es die Galerie Insam und viele der, wie Cindy Sherman oder Jenny Holzer oder so, kamen in Ausstellungen bei der Insam vor und wurden da quasi mitbehandelt. Und das war ein bisschen auch so eine, hat eine Distanz hergestellt, dass ich mich dann stärker engagiert hätte. Ja, aber du musst auch bedenken, die Monika war natürlich ganz eng mit Rosi Trockel und ist ja, äußere genau. Freunde. Ja. Und durch diese Freundschaft, ne, und der täglichen Diskussion zwischen den beiden, war es völlig natürlich, dass die sagten, aber, so, wir nehmen jetzt unser Feld mal in den Fokus. Aber die 80er Jahre waren genau die Umbruchzeit, wo also dann die Frage hochgekommen ist und wo es dann eben Dynamiken gegeben hat, die so... Man muss es nicht beschönigen, es war das Finster in der Zeit. Ja. Also man kann nicht sagen, also die Galerien haben sich ein bisschen aufgeteilt, die... Dieser macht ja Frauen. Es gab ja einen Grund, dass die Guerilla Girls plötzlich auf der Oberfläche erschienen sind, ne? Bereits in den 70er Jahren. In den 70ern, ja. Aber dann in den 80ern. In den 80ern war es ja stärker und auch die Museumssammlungen haben sich ja doch nur sehr langsam an das Thema herangetraut. Aber gut, die waren eh alle immer ein bisschen später. Das hat sich ja, glaube ich, erst in den 2000ern geändert, dass das zeitnah gesammelt wurde, oder? Ja, aber wenn man heute mal liest, wie bestimmte Künstlerinnen damals in der Kritik niedergemacht worden sind, das ist schon bemerkenswert. Mhm. Ne? Anna Oppermann, müssen wir heute mal die Kritiken lesen über ihre ersten großen raumwuchernden Installationen. Da kriegen wir den Mund nicht mehr zu. Das ist mit einer Häme und einer Niedertracht formuliert. Das finde ich schon bemerkenswert. Mhm. Ja? Und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass die kritische Betrachtung der Dinge heute überhaupt keine Rolle spielt. Mehr spielen muss. Verstehen Sie? Weil man ist heute unabhängig von der Bezeichnung, wie einer das findet oder auch nicht findet, von Veröffentlichung oder Publikation, wenn man es einfach selber macht. Und die Kanäle kann man heute selber herstellen. Ja, ich meine, es war natürlich, was auch, denke ich, flüssiger geworden ist in der Zeit, waren die Auseinandersetzungsebenen. Zum einen, das ist sozusagen die Form der Publikationen. Es hat also nicht nur die klassischen Kunstmagazine gegeben und nicht nur die Tagespresse. Man hat Hefte selber gemacht. Man hat aber gleichzeitig gab es dann eben so was Wolkenkratzer oder wie hieß das, solche Publikationen. 84. Dann war es natürlich, und was, wenn ich Ulrich Log hier sitze, kam da auch eine neue Situation mit bestimmten öffentlichen Situationen. Es war nicht in Museen, aber sozusagen im mittleren Bereich. Da war schon, also ich meine, auch davor, das Wort Kurator war damals noch nicht ganz so bekannt oder kam gerade aus Amerika herüber. Und die Rolle, die davor wirklich nur Einzelkuratoren gespielt haben, das wurde um vieles breiter und bestimmte Institutionen haben damals schon begonnen, eine große Rolle zu spielen. Aber die Museen waren weit weg und es waren dann eben die Kunsthallen gewesen. Ich meine, die Rolle von Jean-Christophe Amann in Basel war enorm, später dann Ulrich in Bern, das war der Julian Heinen in Krefeld, das waren einzelne Leute, die, und das wurde mehr. Und ich glaube, dass auch die 80er Jahre die Zeit waren, wo das, was also so heute der Begriff des Kurators ist. Ich kann mich erinnern, bei der Wittgenstein-Ausstellung in Wien, wo der Joseph Kossuth sehr stark mit als Kurator mit hineingespielt hat, wollte er den Begriff curated by ins Deutsche übersetzt haben. Und da hat man sich damals gestritten, ob man das kuratiert nennen kann. War eine riesige Auseinandersetzung. Max hätte immer gesagt, organisiert von. Genau. Ja, und dann gab es davor, Harry Seemann wurde als Ausstellungsmacher bezeichnet. Da hat sich auch in den 80er Jahren im Setting der Player sehr viel geändert. Also ich würde heute ja auch wieder organisiert von bevorzugen als kuratiert von. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen ausgeartet, der Begriff, finde ich. Nein, aber das ist ja auch eine, jetzt habe ich den Faden von der Frage verloren. Den habe ich jetzt leider verloren. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf, Mist. Ich habe gerade durch die 200 Jahre Kunstverein die ganze Geschichte vom Kunstverein in Hamburg aufgearbeitet. Es war nämlich interessant, auch auf die Schneedejahre der 80er Jahre, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Hamburg zu schauen, wie sehr eigentlich dort noch ein Diskurs auch vorangetrieben wurde und wie sehr
dieses Kuratieren plötzlich etwas ganz anderes geworden ist. Ja. Sein Vorgänger hat es noch komplett anders gemacht. Da war wirklich ein Bruch. Also da war ein Bruch in Themen, da war ein Bruch, was aus Amerika kam, wie man sich überhaupt als Ausstellungsmacher definiert hat. Aber kommen wir mal zu ein paar kritischen Punkten der 80er Jahre. Es gibt ja verschiedene Dinge, die man den 80er Jahren anhängt. Also ich habe vor kurzem gelesen, Jeff Koons in Versailles, da sei endlich in den 80er Jahren, da sei etwas angekommen, das war ja vor ein paar Jahren, dass Jeff Koons seine große Ausstellung hatte, da sei etwas von den 80er Jahren angekommen, es sei bezeichnend, dass es so sei, also auch eine bestimmte Überzeichnung. Das Zweite ist, das lässt sich auch wahrscheinlich an, den, an Jeff Koons ein bisschen festmachen, den ich übrigens in den 80er Jahren als extrem interessante Figur wahrnehme, an dem sich auch sehr viel ablesen lässt. Und zwar ist das eine Restrukturierung von Kultur, die in den 80er Jahren begonnen hat im Bereich auch Marketing und Entertainment. Man kann jetzt böse sagen, haben eigentlich die 80er Jahre das Entertainment in die Kultur gebracht. Kann man auch gerne sagen, 20 Jahre später. Vollkommen okay. Ja, in den 90ern war es noch nicht, da hatten wir dann noch mit der Institutionskritik zu tun. Aber es hat sich dann später etwas durchgesetzt, was in den 80er Jahren angelegt war. Darf ich das sagen? Ja, sicher. Ich will ja nicht, also wenn man sagt Jeff Koons und Versailles, es ist Franz West und Kunsthistorisches Museum. Ich meine, wir haben den 80, das was 89 war, und wir haben die 80er Jahre sozusagen, diese Dynamik ist dann selbst in die etabliertesten Institutionen hineingeschwappt. Was dann sich daraus wieder ergeben hat, ist noch einmal was anderes. Aber es war sozusagen die Möglichkeit gewesen, das wäre ja vorher unvorstellbar gewesen, dass jemand wie der Franz in so einem Museum wie dem Kunsthistorischen ausstellt. Dann wiederum ein paar Jahre später war es selbstverständlich, dass der Prado den Thomas Struth einlädt, Fotos dort zu machen und auszustellen. Ich denke, dass eben diese Durchlässigkeit von kulturellen Institutionen, ich meine, das, was in der Musik High and Low ist, was sich auch mit der Popmusik der 70er Jahre begonnen hat aufzulösen und wo es auch sozusagen viel stärkere Durchgängigkeiten gegeben hat, wo es einfach Prinzipien des 19. Jahrhunderts und der frühen Moderne in ihrer Strenge über Bord geworfen worden sind und also da viel mehr transgressive Situationen entstanden sind. Dass die natürlich in einem sehr, sehr dynamischen, wenn nicht überbordenden, manchmal wird das Wort Turbo verwendet, Markt dann extrem werden können, ist klar. Aber es ist halt, ich denke einfach, dass auch antizipierend, was so mit dem Internet passiert ist, halt der gesamte Kulturbegriff sich rasend geändert hat. Hm. Aber du hast ja, als wir letzte Woche gesprochen haben, hattest du mir eben nochmal oder auch ganz am Anfang nochmal die These gesagt, dass all das, was in den 80er Jahren quasi passiert ist, dass das quasi maßgeblich die heutige Kunstwelt eigentlich geformt hat. Also die 80er Jahre waren der Moment, wo sich etwas gedreht hat. Könntest du das noch konkretisieren oder auf welchen verschiedenen Ebenen siehst du das eigentlich? Ich glaube, dass ich sozusagen die Entwicklungslinie der Moderne von den letzten 200 Jahren ist da gebrochen worden und ist unterlaufen worden. Und das war, glaube ich, schon auch die Basis, dass sich dann auch etwas globalisieren konnte. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie schwierig es war, in den 80er Jahren selbst osteuropäische Kunst irgendwie plausibel zu machen. Und da waren wirklich, also auch die Reisen nach Kalifornien waren schon sehr exotisch gewesen. Und das aber genau in der Zeit ist sozusagen das Vokabular und sind die entsprechenden Strategien entstanden, die es heute erlauben, dass so Künstler aus allen Teilen der Welt, die teilweise halt völlig andere Traditionen auch in sich haben, Dinge beitragen können. Also dass dieses sehr offene Feld entstanden ist, was auch immer das dann bedeuten wird. Hm. Also das sehe ich das als die wichtigste. Und eben dasselbe auch im Gebrauch von Medien und im Gebrauch von Materialien. Wenn schon Ate Povera und Fluxus erste der Barrieren im Gebrauch von Materialien überschnitten haben, wurde das in den 80er Jahren viel mehr System noch und viel bewusster und hatte auch also sozusagen eine viel stärkere sprachliche Komponente im Sinn, dass also da wirklich Sprachen von Materialien entwickelt wurden. Also interessant war zum Beispiel auch für uns mit dieser unterschiedlichen Medialität,
dass 1984 das Getty-Museum an uns herangetreten war über einen Fotografiegaleristen, weil die unsere Sammlung abkaufen wollten. Und haben sie auch getan. Das war also 1984. Und das Getty-Museum hatte bis dato nur bis zum Jahr 1900 gekauft. Mhm. Und fingen auf einmal an, die haben, ich glaube, 15 Sammlungen, insgesamt 17.000 Fotos mit einem Schlag gekauft, weil ein junger Galerist, der war 28 Jahre alt, war zufällig Sohn einer Familie, die mit dem damaligen Direktor des Getty-Museums eng befreundet waren. Die saßen beim Abendessen und der Sohn hat den Joe Walsh gefragt, kannst du dir nicht auch vorstellen, Fotografie zu sammeln? Und der gesagt, ja, aber so ein Quatsch, sollen wir jetzt einzelne Bilder zusammentragen? Er sagte, ich mache dir einen Vorschlag. Dann ist der auf eigene Kosten ein Jahr in der Welt herumgereist, hat, glaube ich, 20 Sammler gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, ihre Sammlung zu verkaufen. Ich glaube, 15 haben gesagt, ja, bitte. Weil auf einmal die Sachen waren wertvoll geworden. Das war jetzt ein konservatorisches Lagerproblem und so weiter. Und dann ist das im Getty-Museum gelandet. Also Sie sehen auch, wie zufällig das von einzelnen Personen abhängig ist. Da sitzt nicht einer mit dem Masterplan und sagt, jetzt müssen wir ersten, zweiten, dritten, vierten. Ja, aber das ist nicht nur, ja? Wilhelm, eine wunderbare Geschichte, aber ja. Es ist, ich denke, dass genau das mit der Fotografie, und das ist ein wichtiger Teil der ganzen Sache, das war einfach sowas, war extrem fällig gewesen. Und es ist, war interessant, dass es sozusagen die klassische Kunstbetrachtung, der klassische Umgang mit der Kunst so lange geschafft hat, die Fotografie außen vor zu halten. Es gab zwei Museen, und das war Essen und New York, das MoMA, die in ihren Sammlungen auch Fotografie hatten. Sonst war ja, nur Art Institute Chicago natürlich zu vergessen. Ja. Aber was ich deshalb wichtig finde, ist, dass es möglich war, mit einem Schlag so eine unfassbar qualitative Sammlung zusammenzutragen. Ja? Das muss dann in dem Zeitraum auch gedengelt werden. Und das war nicht nur eine Frage des Geldes. Ne? Also man muss sich bedenken, 800 Vintage-Fotografien von August Sander sind deshalb nicht in Deutschland, geschweige denn in Europa, die sind im Getty-Museum gelandet. Nicht von uns, sondern vom Volker Kamen, einem der wesentlichen Fotografiesammler seiner Zeit und so weiter. Aber ist das, kann man wirklich sagen, dass das eigentlich die 80er Jahre auch die Zeit war, wo plötzlich das Zeitgenössische wichtig geworden ist, wo es plötzlich Handelsware war, also Handelsware jetzt im positiven Sinne, wo plötzlich Museen angefangen haben, zeitgenössisch. Wo es wieder wichtig wurde und wo natürlich, ich meine, es hat immer wieder die Phasen gegeben und vor langer, langer Zeit hat es nur das Zeitgenössische gegeben, aber die ich glaube, dass da halt mein Kunst plötzlich erfolgreich geworden ist. Ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren und davor war das halt ein ganz kleiner, verschworener Kreis. Und da gab es glücklicherweise ein paar relativ elitäre Institutionen, die auch im kleinen Kontext die Dinge weitergetragen haben. Aber das waren keine... Die Frage nach einem größeren Erfolg und so hat sich da nicht gestellt. Und plötzlich kam das und wenn eben auch durch die Großausstellungen und so weiter. Und, ja, weil das fing ja auch in Deutschland, wenn ich mir die Institutionen anschaue. Also in den 80er Jahren gab es diesen Museumsboom. In, ich glaube, 86, 87 wurden die Besucherzahlen eingeführt. Ich finde, das ist ein wichtiges Datum, weil das hat nämlich das Kuratieren verändert und es hat auch die Maßgabe verändert, wie Politik mit Institutionen umgeht. Also es hat sich auch, ich glaube, das zeitgenössische Museum hat sich nochmal verstärkt seit den 80er Jahren. Ne? Ja, eben aus dem Kurator wurde ein Konservator. Aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien, das kein elektrisches Licht hatte, wurde ein Museum, das Franz West ausgestellt hat. Mhm. Das waren alles diese Zeit, wo sich das transformiert hat. Ganz unterschiedlich. Und was mir eben auch zu diesem Epochenwechsel einfällt, war halt, dass diese junge Generation war alle beeindruckt. Ich meine, da war der große Eindruck der Popmusik gewesen. Und die Popmusik war ja ein 20 Jahre davor ein ähnliches Phänomen, wie es dann in der Kunst gekommen ist. Und ich glaube schon, dass da einiges auch kopiert wurde von den großen Popstars. Also dass sozusagen weltweit Persönlichkeiten, die was gemacht haben, dann so eine
Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit und Erfolg haben konnten. Und es ist natürlich auch die Zeit, wo eigentlich die Kunststile weggehen, oder? Weil das ging alles viel zu schnell. Also deswegen reite ich auch so gerne auf Neo Geo rum, weil das ja ein Begriff ist, den heute kaum noch jemand verwendet. Aber es war ja eigentlich, es hat sich doch so wahnsinnig schnell abgewendet. Die Stile sind obsolet geworden, weil sozusagen diese klassische Entwicklung von der Moderne, wo ein Schritt logisch auf den anderen folgt, wobei es eh nie so war, aber quasi wo das der Kunsthistoriker gern gesehen hat, das so zu machen, das war obsolet, weil alles gleichzeitig verwendet worden ist und weil es eher darum geht, wie passen die Dinge zusammen, wie kommunizieren sie miteinander und wie kann man das sozusagen zu einem großen System umbaut. Auch die große Zeit der Appropriation. Meine, es hat natürlich der Vorfälle von Appropriation gegeben, aber in den 80er Jahren, und wenn wir Richard Prinz, Jeff Koons und andere nehmen, wird das plötzlich Baldessari, wird das plötzlich selbstverständlich. Aber nochmal anders, also wenn man sich in Gruppen zusammentut, ja, was ja sehr passiert ist, das sieht man ja dann heute noch, welche Gruppen es eigentlich in den 80er Jahren gab. Immer wenn man eine Gruppe bildet, dann schließt man auch Menschen aus. Wen hat man denn in den 80er Jahren primär ausgeschlossen? Das war überhaupt ein Spiel der Distinktion. Ja, ja, eben, also deshalb frage ich ja. Aber das Ausschließen war in den 80er Jahren doch so etwas wie eine, sozusagen wie eine Metapher hat das funktioniert. Sozusagen, okay. dass man das durchaus auch spielerisch sehen kann. Nicht? Also da, sozusagen, das konnte man auch öffentlich sozusagen als Spiel produzieren. Das unterscheidet sich eben wesentlich, also wenn man das eben sozusagen, wie das Thema war für die 70er oder 60er Jahre. Ne? Also wo wirklich Parteien sozusagen allegorisch waren und pathetisch. Mhm. Ja, und da gab es natürlich, ich meine, es waren natürlich lokal, gab es Gruppierungen, da gab es wieder übergeordnete, da gab es Personen, die dazwischen sind. Also ich meine, wenn ich mich gerade wenn an den Franz West oder auch Kippenberg erinnere, wie die in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedlich agiert haben. Weil es war aber auch ein Agieren miteinander. Und entweder gab es auf der einen Seite diese Teams, aber dann gab es andere Konstellationen, haben eben dann plötzlich Kuratoren eine größere Rolle gespielt, dann wiederum in diesen mittleren oder niedrigeren institutionellen Rahmen Konstellationen herzustellen, war die große Zeit von Gruppenausstellungen gewesen, also nicht thematischen Ausstellungen, sondern wo man teilweise sehr wild gewürfelte Künstlergruppen zusammengestellt hat, um Dinge auszuprobieren. Es war ein Nebeneinander von sehr vielen Unterschiedlichkeiten und das war für mich schon eine spannende Dynamik. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Gehörte Westkunst zum Beispiel dazu? War das sowas oder war Westkunst? Westkunst war ein Anfang. Westkunst war ein wichtiger Anfangspunkt. Ich denke, da hat der Kaspar König einfach eine sehr, sehr präzise Ansage gemacht, indem er halt auch die deutsche Situation beschrieben hat. Und das war die ganze kalte Kriegssituation, was das bedeutet hat. Da hat man danach darüber noch einmal mehr erfahren. Man hat auch unglaublich viel zum ersten Mal wirklich im Original sehen können. Ja. Wobei die Ausstellungen, die mit den Gruppenausstellungen, ich meine, da waren die Seemann-Ausstellungen, waren solche gewesen, es waren allen Ortes. Also ich meine, mir fällt es zufällig, was es der Julian Heinen gemacht hat, andere Leute Kunst ein und so weiter. Wir haben das gerne in den Galerien gemacht. Der Max hat da spannende Ausstellungen, die ersten Präsenzen der Amerikaner waren in solchen Gruppenausstellungen gewesen, wo also der Heimo, der Bob Grober, der Franz West hat das auf einem Plakat-Collage hier thematisiert. Da konnte man plötzlich Dinge, die vordergründig vielleicht nicht zusammengehört haben, zusammentun und es sind neue Bedeutungen entstanden. Was mich also auch für diese Ausstellung hier sehr motiviert hat. Das finde ich auch übrigens interessant, weil wenn man hier durchgeht, hat man natürlich die Kataloge und auch die Plakate. Das ist ja auch eine Entscheidung, so etwas zu tun und es zu zeigen und daran sieht man das natürlich auch sehr deutlich. Wann dann die 80er, 87 mit dem Kunstmarkt-Crash zu Ende? Oder, nein, also für die uns 80er ist die Jahre sind ja erst 93 zu Ende. Ja, ja, ich finde ja diese Überschneidung, kannst du mir 93 erklären und dann du deine Variante? Was war das so? Ich wusste es, verzeih ich. Also was war alles 93? Vielleicht können wir mal kurz zusammentragen. Hier wissen ja bestimmt einige, was 93 war. Ich kenne nur die Lüneburg-Historie. Was wäre das? Die Ausstellung in Firmini, das war dann der Beginn der 90er Jahre. Projekt okay. Firmini.
Vom Yves Petit Thaloux. Petit Thaloux, also da formuliert, also da beginnt dann diese neue Generation mit der Institutionskritik. Also Kunstraum hat, glaube ich, 92 begonnen. Die haben ab 92 versucht, das also umzudefinieren. Ich sehe es jetzt so weniger in einem stilistischen, sondern mehr in einem politischen, zeithistorischen Kontext. 89 und der Moment, wo der Marx von Köln nach Berlin gegangen ist. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Bedeutungsverlust, also als ein mögliches Datum, der Bedeutungsverlust, also wo dann Köln, wo dann plötzlich Berlin zum Faszinosum geworden ist und damit ist natürlich eine andere Geschichte geschrieben worden. Für mich hat es mehr persönlich autobiografische Gründe gehabt, dass ich die Galerie zumachen wollte und mich anderen Projekten zuwenden wollte und dann sozusagen die 90er Jahre für mich in Basel in einer anderen Rolle quasi als 90er Jahre spielen konnte. Und ich denke, dass halt es da wirklich so anfängt, also für uns war das eben auch die Zäsur für diese Ausstellung. Da sind natürlich noch Dinge dabei, die 1991 entstanden sind. Wie also, siehst du... So, Peter macht die Galerie 93 zu. Ja. Das ist 92. 93, das war der Punkt. Ja, klar. Okay, Peter. Aber sag mal noch mal ganz kurz noch eine letzte Frage, dann öffne ich das auch mal. Ich habe 90er Jahre wie lassen sich denn die 90er Jahre dazu einordnen? Also Institutionskritik und alles, was dann passiert ist. Ich meine, erstmal hatte man kein Geld durch den Kunstmarktcrash, deswegen gab es auch viele Projekträume plötzlich, auch in Hamburg gab es viele in der Zeit. Die Partys. Ich habe das wie an die Karten festgemacht, es geht einfach weiter. Anders, an anderen Orten und so weiter. Und ich meine, wenn wir jetzt 30 Jahre später gucken, wir sehen ja, welche Kunstwerke gut gealtert und in mehrfacher Bedeutung und welche sehr frisch und welche doch ein bisschen alt geworden sein könnten. Mhm. Und Sie merken ja, im Augenblick kann man ja unglaublich viele Ausstellungen, die die 80er Jahre neu bewerten, anschauen und da kann man das mit Händen greifen. Mhm. Ne? Ist es noch Ihre Lieblingszeit, wenn Sie auf die Sammlung schauen? Es gibt keine Lieblingszeit, vorgestern. Also das ist historisch. Mhm. Also da haben wir konservatorische Verantwortung. Mhm. Können Sie sich vorstellen, hinten ist noch ein Loch frei und da ist jetzt hier mittendrin. Wenn unsere Konservatorin das sehen würde, die würde, glaube ich, einen Herzkasper bekommen. Ja, aber das kriegen alle Museumskonservatoren permanent. Ja, nee, aber der Punkt ist ja der, da muss man aber mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, jetzt verkrampft man nicht. Ja, ja. Also ich habe eben der Frau von Peter erzählt, weil das auf der Liste Donald Bechler, wir haben in, wann muss das gewesen sein, 82, 83, in Köln ein Bild von Donald Bechler auf meinem VW Golf oben aufs Dach gelegt. Ich bin gefahren, Fenster runter. Und Walter Dahn saß neben mir, er mit der rechten Hand haben es oben festgehalten und sind irgendwie zum Monika Sprüth gefahren. Ja. Also das hatte mit Geld nichts zu tun. Das ist trotzdem nicht weggeflogen und das Bild hängt sich ja irgendwo heute an der Wand und sieht gut aus. Ja, das ist ja die Musealisierung. Ich hatte mir das Harald Falkenberg vor 3 Tagen erzählt. Er hat gemeinsam mit der Hamburger Kunsthalle, die eine große Paul-Teck-Schenkung bekommen haben, und Harald hat ja auch sehr viele Paul-Tecks in der Sammlung, haben die dann in der Sammlung Falkenberg zusammen eine kleine Paul-Teck-Ausstellung gemacht. Es sind 2 Räume, wunderschön, also lohnt sich. Aber die Konservatoren der Hamburger Kunsthalle wollten ihm eigentlich die Tecks nicht geben, weil es unmöglich ist, Tecks in der Sammlung Falkenberg ohne das geeignete Klima zu lagern. Die andere Hälfte der Tecks sind aber in dieser Sammlung Falkenberg seit 20 Jahren ganz hervorragend untergebracht. Also das ist so ein bisschen das Problem, das gerade auf institutioneller Ebene steht. Aber dann würde ich sagen, hören wir jetzt an dieser Stelle einfach mal auf. Ich denke, es gibt dann reichen noch viele andere Gespräche. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, Max Hetzler. Das war doch interessant. Danke.